Können Sie uns das mal kurz erklären? Einmal schwarz, einmal weiß. Wie kommt's? Ich kann es erklären, ja. Einerseits wurde mir beim Aufstieg letztes Jahr mein zweiter Schuh geklaut. Und der rechte ist einfach der eingefleischte Gute. Und das zweite ist, in aktuellen Zeiten wie diesen, glaube ich, ist ein ganz gutes Statement. Schwarzen Schuh, einen weißen Schuh gegen Rassismus. Und da bin ich auch absolut, stehe ich dahinter. Wir sind froh, dass Ihr Co-Trainer nicht recht hatte. Marc Endres, der hatte nämlich vermutet, der ist wahrscheinlich im Training wieder dermaßen rumgeholzt, dass einfach kaputt gegangen ist. Ach, so abwegig ist es nicht, aber das ist halt auch eine politische Botschaft von mir.